Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Schmerzen in der Brust, das ist erst einmal ein alarmierendes Zeichen. Ist das gefährlich? Ist das ein Herzinfarkt oder was ganz Harmloses? Muss ich zum Arzt damit und das jetzt sofort oder nicht? Auch Ihr Arzt wird erst einmal ganz genau herausfinden wollen, worum es sich bei Ihnen handelt. Und über diese Diagnosen sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Amir Karpic. Er ist Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, Kardiologie und Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Karpic. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Mensch, also Schmerzen in der Brust, da sage ich mir, da gibt es so viele Organe, die wehtun können. Was kann denn da eigentlich alles wehtun bei Schmerzen in der Brust? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Kann ja alles wehtun. Nicht nur das, was in der Brust ist, sondern auch das, was da etwas drunter liegt, kann genauso ausstrahlen in die Brust und auch die Schmerzen hervorrufen. Wichtig ist, dass man auch unterscheidet, welcher Schmerz ist jetzt wichtig, welcher ist gefährlich und welcher ist es nicht. Ne? So leichtes Brennen hinterm Brustbein kann ein Hinweis für einen Herzinfarkt sein, kann ein Hinweis für ein Sodbrennen sein, aber kann auch was ganz Harmloses sein. Mhm. Ne? Ohne dass es irgendeinen Bezug auf irgendein Organ hat. Mhm. Sprich, Herz kann die Schmerzen machen, Speiseröhre, Magen. Wenn die Schmerzen eher so eher im Rückenbereich des Brustkorbs sind, dann kann es ja auch manchmal die Gallenblase sein. Also es ist ja vielfältig. Die Lunge ist da, Lymphknoten sind da, drücken auf irgendwelche Nerven bei Schwellungen, Entzündungen im Bereich des Halses, der Wirbelsäule, Rippenverletzungen, Prellungen oder auch Brüche. Manchmal auch, man braucht sich einfach nur verdrehen und dann wird ein Nerv zwischen den Rippen eingeklemmt. Und das tut auch Hölle weh. Man kriegt keine Luft. Das ist schwer. Ja, jetzt sind das ja, also allein das, was Sie mir aufgezählt haben, da ist ja, glaube ich, alles davon, stell dich nicht so an, bis daran kannst du sterben. Und das heißt ja dann für Sie, ja was denn eigentlich, schnell herausfinden, was los ist? Wie soll ich sagen, wie kanalisieren Sie das, damit Sie möglichst schnell auch bei lebensbedrohlichen Krankheiten sind? Da muss man aufpassen. Also letztendlich ist man ja selbst auch in der Pflicht als Person, wenn man so einen Schmerz erleidet. Man kennt sich ja auch selbst am besten. Wenn man immer mal wieder bei irgendeiner Bewegung mal einen Schmerz hat, der da für ein paar Sekunden anhält, kriegt keine Luft, dann ist es ja in der Regel auch ein Schmerz, der harmlos ist, der auch immer wieder auftritt, indem man irgendwo die Rippen oder die Wirbelkörper verklemmt. Das ist eher etwas, wo man dann auch selber weiß, ach, das geht gleich vorbei. Wichtig ist, dass man merkt, wenn irgendein Schmerz länger anhält, wenn er nicht typisch ist, den man auch noch nie verspürt hatte, der das erste Mal auftritt und der einem Angst macht vor allem. Schmerzen, die nicht nur an einer Stelle sind oder nicht durch zum Beispiel Drücken hier an der Brust oder hier auszulösen sind, sondern die sind immer da, unabhängig davon, ob man einatmet, ausatmet, ob man sich bewegt oder irgendwas anderes. Das sind Schmerzen, die in der Regel von irgendeinem Organ kommen, der durchaus auch das Potenzial hat, gefährlich zu werden. Ja. Ja. Haben Sie da so einen Abfragekatalog, den Sie bei einem Patienten abhaken sozusagen? Ja, also wir gehen ja auch systematisch vor. Wenn ein Patient kommt, fragen wir, wie lange hat der Schmerz angehalten? Hat der Patient immer noch diesen Schmerz? Wann trat er das erste Mal auf? Kam es wiederholt zu diesen Schmerzen? Ist der Schmerz atemabhängig, nicht atemabhängig? Ist der Schmerz bewegungsabhängig, nicht bewegungsabhängig? Wo befindet sich der Schmerz? Strahlt er aus? Gibt es dabei auch noch vegetative Symptome, wie zum Beispiel Übelkeit, Kaltschweißigkeit oder Ähnliches? Und ist dieser Schmerz von der Intensität, wie ist er von der Intensität auf einer Skala von 1 bis 10? Und wenn Sie dann so einen Eindruck gewonnen haben, werden Sie ja vermutlich auch Geräte einsetzen, um genauer zu schauen, worum es sich da handeln kann. Was sind denn das für Geräte? Ja, also es ist, wenn man jetzt einen Eindruck hat, sagen wir zum Beispiel, vermutet man einen Herzinfarkt oder eine Angina pectoris, dann schreibt man als erstes ein EKG. Mhm. Ne? Nachdem man mit dem Patienten gesprochen hat, nachdem man alles Mögliche aus dem Weg geräumt hat, schreibt man ein EKG und guckt, ob es da Veränderungen gibt. Wenn es da keine Veränderungen gibt,
Dann gibt es die Möglichkeit, einmal Blut abzunehmen und in zwei aufeinanderfolgenden Tests innerhalb von 1 bis 2 Stunden einen bestimmten Herzwert zu bestimmen, der auch typisch für einen Herzinfarkt ist. Und in der Zeit, in der Zwischenzeit, kann man auch nochmal einen Ultraschall vom Herzen machen, um einmal nochmal zu sehen, ob irgendwelche Wandbewegungsstörungen am Herzen zu sehen sind. Mhm. Wenn das alles negativ ausfällt, dann hat der Patient Glück gehabt und dann wird weiter geguckt, wo kommt dieser Schmerz her. Nicht jeder Brustschmerz bedeutet gleich einen Herzinfarkt, aber auch nicht jede KHK, die oder Angina pectoris, die mit diesen Brustschmerzen einhergeht, zeigt gleich einen Herzinfarkt. Vielleicht ist es auch ein drohender Herzinfarkt. Und deshalb würde man ja auch bei jemandem, der anhaltend diese Beschwerden hat, ohne dass es irgendwann aufhört, gegebenenfalls auch eine Herzkatheteruntersuchung machen. Bei Patienten, wo diese Schmerzen nur vorübergehend da waren und nachlassen, dann würde man da einen Belastungstest machen, gegebenenfalls eine Stressechokardiografie. Das ist nochmal eine Erweiterung eines Belastungstests, indem man gleichzeitig nochmal einen Ultraschall vom Herzen macht und dann genauestens sehen kann, ob in irgendeinem Bereich des Herzens irgendeine Wandbewegungsstörung als Hinweis für eine Durchblutungsstörung auftreten würde. Wenn diese Tests negativ sind, dann würden wir von einer invasiven Diagnostik Abstand nehmen. Wenn die positiv ausfallen, würden wir gegebenenfalls einen Herzkatheter machen. Ja, genau. Also das heißt, wir haben jetzt ja gerade gesprochen über den Herzinfarkt und ich glaube über die koronare Herzkrankheit oder über Herzkranzgefäßverengung, wo ja dann eine Therapie, also vor allem glaube ich beim Herzinfarkt, ziemlich schnell gehen müsste, oder? Ist es so? Ja, genau. Kommt drauf an, was man im EKG sieht. Ja. Wenn man in einem EKG sieht, dass da ein bestimmter Bereich sich so verändert, dass es hindeutet, das ist ein schwerer Herzinfarkt und der muss sofort behandelt werden, bedeutet das eine, wir sagen das unter Kardiologen Door to Needle Time, ja. Das heißt die Zeit von dem Zeitpunkt, wo der Patient ins Krankenhaus gekommen ist, bis zum Eröffnen des Gefäßes, beziehungsweise bis zur Herzkatheteruntersuchung, nicht länger als 60 Minuten dauern sollte. Und was machen Sie dann? Also ein Herzkatheter, haben Sie gesagt. Und was schieben Sie da durch oder gucken Sie nur? Ja, das ist eine Herzkatheteruntersuchung ist ja an sich eine komplexe Untersuchung, die unter Einsatz von Kathetern, wie der Name auch sagt, Kontrastmittel, Röntgenstrahlen, natürlich Punktionssystem stattfindet. Wir punktieren eine Arterie, in der Regel ist es die Arteria radialis, das ist ein Gefäß an der Handwurzel, über welches man dann reingeht und bis zum Herzen mit einem Katheter vorankommt. Dann spritzt man ein Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße hinein und stellt dieses Kontrastmittel im Röntgen dar. Und wenn man das im Röntgen darstellt, kann man ja sehen, sind die Gefäße glatt, sind sie hückelig, sind sie verändert oder gibt es da vielleicht Engstellen oder sogar Verschlüsse. Und wenn Sie Engstellen sehen oder Verschlüsse, was machen Sie dann? Wenn da eine Engstelle zu sehen ist, muss man gucken, ist diese Engstelle relevant? Wenn diese Engstelle relevant ist, bedarf sie einer Behandlung, sprich einer Dilatation, einer Erweiterung und in manchen Fällen reicht das auch, indem man es nur erweitert. In manchen Fällen muss man aber wiederum einen Stent reinsetzen, so eine Gefäßstütze, die dann verhindert, dass das Gefäß wieder zugeht. Man braucht bei solchen Patienten tatsächlich auch blutverdünnende Mittel, damit diese Stents auch so bleiben, wie sie sind, weil wenn man die nicht gibt oder einnimmt, dann passiert ganz schnell das Problem nochmal, eventuell noch schlimmer, indem dieses Gefäß an der Stelle, wo der Stent sitzt, zugeht. Ja. Herzinfarkt und koronare Herzkrankheit, sind das die zwei häufigsten Krankheitsbilder, die sich hinter Brustschmerz verbergen können? Also einem ordentlichen Brustschmerz, sage ich jetzt mal. Ist schwer zu sagen. Also ist klar, also es ist, gehört auch dazu, wobei letzten Endes die meisten auch ordentlichen Brustschmerzen eher von anderen Organen auch kommen können. Also es ist die Verkrampfung der Speiseröhre oder der Fluxkrankheit ist ja viel häufiger als jetzt ein Herzinfarkt. Ja. Gott sei Dank, sagen wir es so. Ja. Aber letzten Endes
ist es beides geschuldet unserer Wohlstandsgesellschaft und unseren Lifestyle. Also wenn wir dann noch über so eine häufige Krankheit reden würden, den Reflux, da hätte ich ja gesagt, naja, das ist einfach ein Sodbrennen, so weh kann das doch nicht tun, aber ich glaube, so ist es gar nicht, ne? Schon ordentlich. Nee, das ist also gar nicht mal so. Also es ist ja auch genauso wie beim Herzinfarkt oder bei der KHK hat der Reflux auch unterschiedlichste Ausprägungen. Ne? Also manchmal verspürt man ja nur ein bisschen Kratzen, auch im Hals. Ne, letzten Endes, Heiserkeit ist auch mal, schon mal so ein Zeichen, dass man einen Reflux hat, der asymptomatisch verläuft, also häufig auch nachts, wo man dann liegt, flach liegt und der Ösophagus-Schließmuskel sich nicht richtig schließt und das Ganze immer wieder nach oben fließt, die ganze Magensäure. Aber das kann auch mit schwersten Spasmen, mit schwersten Verkrampfung in der Speiseröhre einhergehen. Und das ist genauso ein heftiger Schmerz wie ein Schmerz, der durch einen Herzinfarkt hervorgerufen wird. Und wie diagnostizieren Sie das, dass die Speiseröhre betroffen ist oder sich verkrampft? Na, das ist ja auch eher so, man macht die Anamnese, man guckt, was hat der Patient für Beschwerden, wann treten diese Beschwerden auf. Ist das etwas, was schon mal aufgetreten ist? Zu welchen Uhrzeiten? Ist es eher im Liegen, im Stehen, bei Belastung? Ne? Genauso Differenzierung von einem Schmerz, der beim Herzinfarkt ist. Das würde man ja erstmal machen. Und wenn man der Meinung ist, ja, das kommt doch eher vom Magen und nicht vom Herzen oder auch nicht von irgendeinem anderen Organ, dann würde man eine Magenspiegelung machen. In der Magenspiegelung sieht man dann Veränderungen in der Speiseröhre. Manchmal auch nicht, wenn der Reflux eher selten auftritt und trotzdem diese Beschwerden macht, kann es ja sein, dass da auch in der Speiseröhre nichts zu sehen ist. Da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man eine pH-Metrie misst. Ne? Das ist ja so eine Messung, die über 24 Stunden läuft, wo die Magensäure, wo es gemessen wird, in welchem Bereich die Magensäure sich befindet, wie hoch diese Magensäure sich, beziehungsweise wie der pH sich verändert auch mit der Zeit und ob da Hinweise für Reflux da sind. Mhm. Können Sie denn bei sich in der Klinik die Fälle, die Sie diagnostizieren, auch weiter verweisen, also dass die weiter in der Klinik behandelt werden? Ja, viele Sachen können wir bei uns weiter behandeln. Mhm. Also unter anderem auch die Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung, auch alles, alles aus dem Magen-Darm-Bereich. Auch Lungenerkrankungen und Ähnliches, das wird alles bei uns behandelt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen auch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!